Der absolute Innenseiter ist genau derselbe Depp wie der absolute, nee, der wahre Außenseiter. So einer, der halt immer der Beste sein will, der sich immer hervorheben will, so, oh ja, ich bin besser als du, weil ich weiß mehr, ich kann was besser. Aber dann ist er auch genauso wie alle anderen, einfach nur ein Kasper, der rumhampelt, der Vergänglichkeit unterworfen ist und den es gar nicht gibt, der nur als Gedankenidee auftaucht im Bewusstsein von wem? Nicht, dass ich Bewusstsein habe. Bewusstsein hat mich und spielt mich als den Quattelkopf. Und wer mich kennt, der weiß, ich bin ja gar nicht so, wie ich aussehe. Bin ja gar nicht so dumm, wie ich daherrede. Ich bin gar nicht so schlau, wie ich immer tue, meine ich. Ich als absoluter Innenseiter, Insider, ich gehöre halt einfach dazu. Ich gehöre einfach zu allem dazu und will mich gar nicht hervorheben. Nicht so wie der wahre Außenseiter, der da diesen Konkurrenzkampf und besser machen mitspielen will. Nee, stimmt schon. Als absoluter Insider ist es genau dasselbe wie wahre Außenseiter. Kein Unterschied, nur dasselbe und nie das gleiche, irgendwie so.